Gleisbären Berlin entscheiden die Duell der Rekordmeistern gegen Adler Mannheim mit 5:1 hier in der Mercedes-Benz Arena. Es gab eine Reihe von Gesprächspunkten und es gab auch eine Reihe sehr, sehr geile Tore. Einer der Torschützen aus Berliner Sicht, dieser Mann hier, unser Rookie, Sebastian Struh. Sebi, wow, Mannheim, richtig eine Packung. Harte Arbeit, wir hatten einen Short Bench. Deine Meinung zum Verlauf dieses Spiels? Also auf jeden Fall eine sehr starke Mannschaft, die zu uns in der Arena gekommen ist, aber es ist unser Haus und wenn hier jemand mit 3 Punkten rauskommen will, müssen die alles geben und heute waren wir einfach die bessere Mannschaft und natürlich ein paar richtig gute Tore auch, Nöbi, super Spiel schon wieder und wir hatten eine kurze Bank, aber wenn alle zusammenarbeiten und wir sind hier alle in Topform, das stört uns gar nicht. Vorteil von einer kurzen Bank aus Sicht von jungen Spielern, beziehungsweise du und Fabian Dietz, reichlich viel Eiszeit bekommen. Und Mann, du hast uns nicht enttäuscht. Dein Torjubel war so gut wie dein Tor. Ja, auf jeden Fall. Da warst du sehr, sehr froh. Ja, also ich war sehr zufrieden damit. Ich habe gehofft, dass er reingeht, aber es war halt a blur. Ich wusste nicht, was passiert. Ich war einfach head over here. Du warst in the zone. I was in the zone, ja. Und musste einfach alles rauslassen. Ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe nach dem Tor, aber ich war auf jeden Fall sehr aufgeregt. Okay, dieses Heimspiel, wir waren bissig von Anfang an, wir waren aggressiv, Checks sind durchgeführt worden. Das hat uns gefehlt in Krefeld. Nun haben wir ein weiteres Heimspiel gegen Nürnberg. Welches Gesicht werden wir zeigen gegen die Thomas Sabo-Weiss Tigers? Die von der Spiel gegen Krefeld oder die Spiel gegen Mannheim? Ja, gegen Nürnberg müssen wir auf jeden Fall das Gesicht von heute zeigen, weil wenn wir das Gesicht von Krefeld zeigen, dann wird es ganz schlecht ausgehen. Aber wir hatten ein langes Meeting mit der ganzen Mannschaft nach dem Krefeld-Spiel, dass wir den letzten paar Spielen ein bisschen ausgerutscht sind und heute war ein ganz gutes Bounceback von unserer Mannschaft und jetzt wollen wir so weitergehen. Super, thanks very much indeed, Sebastian Struh.